أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم درس القرآن Vortrag aus den Lehren des Heiligen Koran. Im Namen Allahs, des Gnädigen, des immer Barmherzigen. Meine sehr verehrten Zuschauer, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zu unserer Darsul Quran Reihe hier auf MTA. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadr khayrun min alf shahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Ich habe soeben die Sura Al-Qadr des Heiligen Koran rezitiert. Die Übersetzung dieser Verse lautet wie folgt: Im Namen Allahs, des Gnädigen, des immer Barmherzigen. Wahrlich, wir sandten ihn, also den Heiligen Koran, hernieder in der Nacht Al-Qadr. Und was lehrt dich wissen, was die Nacht Al-Qadr ist? Die Nacht Al-Qadr ist besser als 1000 Monde oder besser als 1000 Monate. In ihr steigen Engel herab und der Geist nach dem Gebot ihres Herrn mit jeder Sache. Friede währt bis zum Anbruch der Morgenröte. In diesen Versen in der Sura Al-Qadr wird von einer solchen Nacht gesprochen, die sehr besonders ist, die besser ist als 1000 Monate. Und das umfasst im Prinzip die gesamte Lebensspanne eines Menschen, die so besonders ist, dass sie als Nacht des Schicksals beschrieben wird. Das heißt, eine Nacht, in der entschieden wird über das Schicksal eines Menschen, also was mit ihm passieren soll, welche Segnungen, welche Gnaden Gottes er empfangen soll im nächsten Jahr oder über sein gesamtes Leben hinaus. Dann steigen Engel Gottes herab in dieser Nacht und schütten ihre Segnungen über den Menschen aus. Was ist nun mit dieser Nacht eigentlich gemeint? Eine Bedeutung ist, dass wenn der Mensch den Monat Ramadan so verbracht hat, wie es Allah von uns erwartet, das heißt all die Bedingungen davon erfüllt hat, und dann ganz besonders in diesen letzten 10 Tagen, in denen ganz besonders Allah seine Segnungen ausschüttet, in denen ganz besonders Allah dem Menschen nahe kommt, in denen der Mensch sich zurückzieht und seine Gottesdienste noch mehr verstärkt, dass der Mensch dann diese besondere Nacht erlebt. Es ist keine physische Nacht. Es kann in einer Form von Visionen sein, die ein Mensch dann erlebt. Aber es ist eine ganz besondere Nacht, wo der Mensch letztendlich über sein Schicksal entschieden wird. Und es sind bestimmte Kriterien oder Bedingungen noch dafür genannt worden oder Merkmale auch genannt worden, wie man diese Nacht erkennen kann. Dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam wurde natürlich dieses Wissen auch gegeben. Es heißt in einer Überlieferung, dass er, um das den Menschen nun, diese frohe Botschaft den Menschen zu erzählen, zu berichten, dass wenn sie den Monat Ramadan so verbringen, wenn sie die letzten 10 Tage so verbringen und zu Gott so beten, dann gibt es diese eine Nacht an dem und dem Tag, die der Mensch dann erleben kann, wo so viele Segnungen Gottes über ihn ausgeschüttet werden, wo er eine ganz neue Geburt im Prinzip erlebt. Als er aber hinausging, sah er zwei Muslime sich streiten. Also beschäftigte sich der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam damit, den Streit zu schlichten. Und das nahm so viel Zeit in Anspruch, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam das Datum dieser besonderen Nacht im Prinzip vergaß. Also an welchem Tag, in welcher Nacht
diese ganz besondere Nacht des Schicksals eigentlich zu sehen ist. Und in der Überlieferung heißt es dazu sogar, man hat ihn vergessen lassen. Das heißt, das weist darauf hin, dass Gott absichtlich dieses Datum vergessen lassen hat. Ein Grund ist davon auch, dass der Mensch dann nicht nur auf eine Nacht sich bezieht und den ganzen Monat Ramazan vernachlässigt oder die letzten 10 Tage und nur glaubt, in dieser einen Nacht ganz besonders Gebete zu verrichten, sondern der Mensch soll es durchaus machen, in den letzten 10 Tagen, im Monat Ramadan und auch über sein gesamtes Leben hinaus. Jedenfalls hat der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam so viel gesagt, dass man diese besondere Nacht in den letzten 10 Tagen suchen sollte und das auch in den ungeraden Nächten dieser letzten 10 Tage. Es ist also eine solche Nacht, meine lieben Zuschauer, in der über das Schicksal des Menschen geurteilt wird. Also was mit ihm im kommenden Jahr geschehen wird. Und diese Entscheidung, ein Urteil, wird immer gefällt in dunklen Zeiten, in Zeiten von Dunkelheit. Da wird immer das Urteil gefällt und darüber bestimmt, was jetzt in Zukunft passieren wird. Wann wird wieder Licht kommen? Wann wird wieder die Sonne aufgehen? Welche Fortschritte, welche Entwicklungen wird es für den Menschen geben? Zum Beispiel befindet sich auch ein Baby, ein Kind oder ein Mensch vor seiner Geburt im Mutterleib. Auch im Mutterleib befindet es sich in einer bestimmten Dunkelheit. Es ist Finsternis. Aber da, genau da wird entschieden, was in Zukunft mit diesem Menschen passieren wird. Wie wird der Mensch sein? Welche Fortschritte wird er machen? Wie wird er körperlich sein? Wie wird er spirituell sein? Alles entscheidet sich in dieser Dunkelheit. Und das ist dann in dieser Laylatul Qadr im Prinzip damit gemeint und was damit dann geschieht. Der vierte Khalifa, Khalifat al-Masih Rabi, Rahimullah Alayhi, sagte einmal, wem und wann diese eine Nacht in den letzten 10 Tagen gewährt wird, das weiß nur Gott. Also wenn der Mensch wirklich aufrichtig den Monat Ramazan so verbringt, wie er Gott es von uns möchte, die letzten 10 Tage dann auch und auch versucht, diese besondere Nacht für sich zu erleben, wer diese bekommen wird, wer diese sehen wird, das weiß Gott nur. Manchmal treten Zeichen auch zufällig ein. Also es wird von Heiligen berichtet, dass es einen leichten Regenschauer auch gibt. Das kann auch in der Form von Visionen sein oder von Offenbarungen sein. Aber eine Laylatul Qadr, eine Nacht des Schicksals, sagte Hazur Rahimullah Alayhi, ist garantiert. In den letzten 10 Tagen derjenige, der wahrhaftig um Vergebung bittet, also Reue zeigt, der wird auf jeden Fall diese Laylatul Qadr bekommen. Also jemand, der wahrhaftig sich von seinen Sünden befreien möchte, wahre Reue zeigt, wahrhaftig und aufrichtig Gott um Vergebung bittet. Und der Moment, in dem Gott den Menschen vergeben hat, das ist der Moment seiner Laylatul Qadr. Und diese Nacht kann sogar jederzeit sein, auch außerhalb von Ramadan. Und diese Nacht kann immer wieder auch für den Menschen kommen. Und das ist aber der eigentliche Moment, die eigentliche Laylatul Qadr, also der Moment, wo der Mensch sich von all seinen Sünden befreit hat, wo Gott ihm vergeben hat und eine neue Geburt im Prinzip des Menschen zustande kommt. Hazrat Aisha radiallahu anha hat den Propheten sallallahu alaihi wasallam gefragt, wenn ich diese Laylatul Qadr erlebe und diese sehe, welches Gebet soll ich sprechen? Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam antwortete, sprich dann dieses Gebet, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Allah, du bist der Vergebende, du liebst die Vergebung, so vergib mir durch deine Vergebung. Aber, meine lieben Zuschauer, es ist ebenso wichtig, dass das Ziel das Wohlgefallen Gottes sein sollte. Das Ziel sollte nicht sein, wenn ich diese Laylatul Qadr, diese ganz besondere Nacht des Schicksals erlebe, dann werde ich dies und jenes, also weltliche, beten, sondern man sollte die Absicht haben, Gottes Wohlgefallen und Gott an sich zu erlangen. Dann ist ebenso ein Aspekt, den wir aus diesen Überlieferungen entnehmen können, dass wenn sich die Muslime nicht gestritten hätten, der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam das Datum oder die Nacht der Laylatul Qadr uns beschrieben hätte und in der Lage gewesen wäre, uns genau zu nennen und zu definieren. Das heißt, Streitigkeiten, die auch im Monat Ramadan entfernt werden sollten, persönlicher Groll im Herzen, all das sind Hindernisse,
auf dem Wege zu Allahs Liebe. Das ist auch ebenso ein Aspekt, der deutlich wird. Die größte Laylatul Qadr hat aber im Leben des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam stattgefunden. Das ist eine dunkle Zeit gewesen, in der Allah dann den Propheten geschickt hat und wo Gottes Engel hinabgesandt worden sind. Und diese Nacht, diese Finsternis, wo dann entschieden wurde, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam für das gesamte Universum als eine Barmherzigkeit, als ein Vorbild nun kommen werde, die ist besser als 1000 Monde und noch mehr. Wie können wir nun in unserem Leben das Laylatul Qadr, die Nacht des Schicksals, erleben? Koran, es heißt ja, der Koran wurde hinabgesandt in dieser Laylatul Qadr, in dieser besonderen Nacht. Also sollten wir den Koran sehr viel rezitieren und versuchen, auch den Koran Folge zu leisten. Und diese letzten 10 Tage, meine lieben Zuschauer, sollten wir nicht so verbringen, als würden wir uns verabschieden vom Monat Ramadan, sondern wir sollten diese letzten 10 Tage verbringen und diese als einen Beginn eines neuen Lebens betrachten. Und erst dann werden wir diese Laylatul Qadr für uns erleben. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte einmal, für einen Fastenden gibt es 2 Freuden. Einmal die Freude, wenn er das Fasten bricht und wieder Nahrung zu sich nehmen darf, und die andere Freude, wenn er durch den Monat Ramadan, durch die letzten 10 Tage, durch das Laylatul Qadr Gott getroffen hat. Möge Allah Ta'ala uns alle dazu befähigen, diese Laylatul Qadr, diese Nacht des Schicksals, durch die Gebete, durch die Gottesdienste für uns auch zu erleben, uns von unseren Sünden zu befreien und die Liebe Allahs zu erlangen. Amin. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.